denn ja, jetzt sind natürlich Ferien und jetzt lohnte sich mal wieder ein Großeinkauf. Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Food Haul. Ich hatte in letzter Zeit nicht so oft welche gemacht, weil wir uns, weil das Wetter halt immer so ein bisschen komisch ist, das so ein bisschen angewöhnt haben, dass wir nur ab und an mal einkaufen fahren. Nein, was will ich mir eigentlich sagen? Also wir haben es uns so ein bisschen angewöhnt, dass wir halt nach Bedarf einkaufen fahren. Dann lieber halt ein bisschen öfter, weil mein Mann ist jetzt zum Beispiel sowieso täglich unterwegs und auch ich bin eigentlich täglich unterwegs, um den Jungen zur Schule zu fahren oder ihn wieder abzuholen. Und da bietet es sich natürlich an, dann lieber nach Bedarf einkaufen zu fahren, denn bei dem Wetter wird uns alles Mögliche schlecht, wirklich. Also Mozzarella kannst du nicht kaufen und Feta kannst du maximal ein oder zwei Tage essen. Aber am zweiten wird es dann schon ein bisschen komisch und genau deswegen, ja, kam in letzter Zeit kein Food Haul. Und jetzt habe ich auch lange genug um den heißen Brei rumgeredet. Es geht jetzt los, denn jetzt sind natürlich Ferien und jetzt lohnte sich mal wieder ein Großeinkauf, weil wir ja auch während der Schulzeit zum Beispiel da... Mein Mann ist bei der Arbeit und mein Sohn, der isst immer auf dem Rückweg von der Schule immer noch sein Schulbrot auf und hat dann zum Mittagessen immer keinen Hunger. Deswegen koche ich dann, wenn überhaupt, eher abends. Und da wollen die eigentlich auch immer nur Brot essen. Und deswegen, ja, ach Gott, ich laber sogar so viel heute. Ich laber viel zu viel. Also wir fangen jetzt an. Wir kochen jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr in den Ferien. Das finde ich super schön. Ich persönlich liebe ja Kochen und Essen, aber wenn die anderen das nicht abnehmen, was soll ich dann machen, ne? Alles wegschmeißen geht ja auch nicht. Nun gut, wir starten mit dieser Wassermelone. Die haben mein Mann und mein Sohn eingekauft. Wir waren zwar zu dritt einkaufen, ich war aber alleine in diesen ganzen Läden, in denen wir quasi nur ein oder zwei Sachen brauchten. Und meine Männer haben dann quasi den Großeinkauf bei Lidl gemacht. Da kaufen wir eigentlich auch immer eigentlich das meiste ein. Aber manchmal müssen es halt auch Sachen aus dem Supermarkt sein. So, ja, die war von Lidl. Wenn ich die Bons noch finde, kriegt ihr natürlich auch die Preise eingeblendet. Und wenn die weg sind, dann kann ich es leider nicht ändern. So, also genau, da kam dann... die große Wassermelone mit da hinten. Weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Da ist auf jeden Fall auch noch eine. Und wir essen im Moment am liebsten Wassermelone. Aber ich glaube, das geht ganz vielen Leuten im Sommer so. So, aber Bananen durften auch nicht fehlen. Die haben wir dann auch bei Lidl mitgenommen. Genau, es wird wahrscheinlich alles ganz durcheinander rausgegriffen werden. Wenn aber etwas nicht von Lidl ist, dann sage ich es auf jeden Fall nochmal dazu. So, 10 Freilandeier. Eier braucht man immer, ne? Von Gut und Günstig, dementsprechend E-Center bzw. Edeka, Haferflocken, kernig. Machen im Moment nämlich immer voll gerne Müsli-Riegel selbst. Also mein Mann macht die meistens selber. Ich hatte letztens mal so ein, ein Porridge war das nicht. Nee, hier so ein Crunchy-Müsli selber gemacht und dafür braucht man das dann natürlich. Ja, das hier ist von Rossmann. Die kennt ihr wahrscheinlich schon von mir. Also ich esse in letzter Zeit ständig diese Baby-Früchte-Riegel. Ich merke aber langsam, dass ich wahrscheinlich jetzt erstmal genug davon habe. 2 sind hier noch drin, 4 habe ich schon gegessen leider. Ja, so ist das halt, ne? Na, dann hat mein Mann hier einmal Äpfel mitgebracht. Und dann wollte ich die Tage Würstchengulasch machen. Das ist nämlich das Lieblingsessen von meinem Sohn. Und da hat mir mein Mann, ich meinte eigentlich die Würstchen im Glas, das macht aber nichts, das habe ich nicht dazu geschrieben, deswegen konnte er das nicht wissen, aber er hat jetzt hier 1 Kilo Würstchen eingekauft. Das brauchen wir nämlich dafür, weil ich das immer auf Vorrat mache, ne? Also wenn der Herd schon einmal an ist, dann friere ich den Rest dann ein, genau. Und ja, das essen wir besonders gern. Einmal für unseren Vorratsraum, Mayonnaise, Sahne. Ich liebe Sahne, ich brauche es immer in meinen. Das trinken wir im Moment nämlich verhäuft, weil wir ja Urlaub bzw. weil wir ja Ferien haben. Und mein Mann und ich machen uns immer alkoholfreie Cocktails. Ja, früher haben wir die immer mit Alkohol gemacht, aber wir trinken die jetzt lieber ohne Alkohol. Und bei mir muss auf jeden Fall immer Sahne rein, eine Teewurst für meinen Jungen und eine Gurke. Und dann ganz klassisch einmal, nein, dreimal habe ich sie hier, frische, fettarme Weidemilch von Lidl. 2-mal Bärchenwurst, natürlich für den Kleinen, ganz klar. Oh, ich dachte gerade, da ist eine Flasche kaputt gegangen, Mensch. Also, mein Mann hat hier noch einmal Blütenhonig von Lidl mitgenommen, genauso wie diese Gefrierbeutel hier. Welche Größe hat er hier genommen? 1 Liter, hätte ich dazu schreiben müssen. Wir brauchen eigentlich 3 Liter, aber macht nichts. Das ist sowieso immer so ein Ding, ne? Wenn Frauen einen Einkaufszettel schreiben und den nicht ganz genau, spezifizieren quasi, dann ist das immer wirklich schwer für die armen Männer dann einkaufen zu fahren. Also am besten eigentlich, man schreibt eine Liste und macht zu allem irgendwie ein Foto oder so, keine Ahnung. Aber das ist ja auch ein bisschen aufwendig. Dann, total unvorbildlich, Haribo Goldbeeren. 2-mal. Und dann habe ich hier vom E-Center einmal so eine Schokostrohhalme mitgenommen. Wir verbrauchen ja in letzter Zeit überhaupt gar keine normalen Plastikstrohhalme mehr. Wir haben ja nur noch diese wiederverwendbaren Strohhalme. Und deswegen haben wir uns die jetzt mal gegönnt, weil da diese Schokoperlen drin sind und mein Kleiner mag die einfach total gerne. Deswegen, ja, duftet es auch mit.
Oh, hier ist ein Bon, das ist gut. Ist das auch der? Ja, das ist tatsächlich der richtige. Wie schön. Und dann habe ich hier einmal meinen allerliebsten Lieblingsketchup mitgenommen. Das ist von Devilay. Komisches Wort. Ja, der ganz normale Tomatenketchup. Ich liebe den. Ich habe den erst kürzlich für mich entdeckt. Ich glaube, das ist auch der, den sie bei McDonald's immer benutzen. Und ja, ich habe sonst immer sehr gerne den Heinz-Ketchup gegessen. Den esse ich vermutlich auch immer noch sehr gerne, aber irgendwie habe ich im Moment eine Schwäche für den hier. Es ist auch ganz bisschen weniger Zucker drin als in dem Heinz-Ketchup, aber wirklich nur. Also es ist nicht wirklich der Rede wert. Ja, aber das wollte ich jetzt auch mal probieren. Das hier ist nämlich von Werder Feinkost. Habe ich noch nie vorher gehört. Das ist auf jeden Fall ein Kindertomaten-Ketchup und der ist mit Süßungsmitteln und hat dementsprechend aber auch nicht mehr Fett oder so, sondern ja, ist da eben sonst eigentlich dem anderen sehr ähnlich, bis auf halt dem Zucker, ne? Wollte ich mal probieren. Wahrscheinlich schmeckt er ganz ekelhaft, aber ich wollte es trotzdem mal versuchen, weil ich esse immer sehr gerne sehr viel Ketchup und da kann man bestimmt mal ein bisschen was einsparen. Nicht, dass ich jetzt großartig abnehmen möchte, aber ich esse einfach zu viel und auch zu viel Müll. Müll in Anführungsstrichen. Ich finde das immer ein bisschen gemein, wenn man Lebensmittel, egal welcher Art, als Müll betitelt. Deswegen, ja, aber das machen ja viele. Deswegen habe ich es gerade irgendwie auch gesagt. Mitläufer. Egal. Bla bla bla. Und hier haben wir auch den puren Zucker. Das ist, ja, Bohls Grenadinsirup. Benutzen wir natürlich auch für unsere Cocktails. Mein Mann macht übrigens immer so einen alkoholfreien Tequila Sunrise Verschnitt. Und ich mache mir meistens irgendwie, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. So einen bärigen Colada-Mix irgendwie. Ja, auf jeden Fall ist das der allerbeste Grenadin, den man kaufen kann. Jedenfalls für das, ne? Also bei denen, was so für Endverbraucher gedacht ist. Ja, der ist nämlich schön dickflüssig und sehr schön ergiebig und der schäumt dann schön im Cocktail. Also den finden wir am allerbesten. Hier ganz unspektakulär eine Packung Gouda von Lidl. Einmal Müllbeutel, 50 Liter, 20 Stück. So, hier war noch eine Gurke. Zweimal Butter. Und das hier ist ein absoluter Tipp von mir. Ich habe das jetzt, meine Schwester hatte mir das gezeigt. Die machen das nämlich im Moment immer so, dass die bei ihrem Kaffee irgendeinen Milchersatz reinmachen. Also jetzt nicht so komplett darauf verzichten oder so, aber ja, die finden nämlich, dass der Ketchup, nein, nicht der Ketchup, wie komme ich jetzt noch auf Ketchup? Der Kaffee schmeckt dann weniger bitter, wenn sie keine Milch reinmachen. Genau. Und jetzt hatte sie mir jedenfalls empfohlen, als wir letztens bei Aldi waren, Aldi Nord übrigens, ich weiß nicht, ob sie das im Aldi Süd auch haben, das könnt ihr mir bitte mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das jetzt hier seht und es wisst. Ihr seht schon, Kokosnussdrink. Und ich hatte wirklich schon viele Milchersatzprodukte und keins kommt dem so nah wie dieses hier, also vom Aussehen her schon. Das ist übrigens noch so mit Reis, glaube ich. Genau. Auf jeden Fall schmeckt die so, so lecker. Ich hatte die jetzt letztens, also im Kaffee hatte ich die sowieso probiert und da mag ich das sowieso auch ganz gerne, wenn da so ein Kokosflavor drin ist. Und jetzt hatte ich das aber auch noch pur getrunken und oh, das ist einfach so, das sättigt auch so heftig. Ich weiß auch nicht. Also ich habe mir davon jedenfalls 4 mitgenommen, kostet 1,09 Euro bei Aldi Nord auf jeden Fall. Bin ich schwer begeistert von. Also klar, es schmeckt nicht hundertprozentig wie Milch, aber mir persönlich schmeckt es tatsächlich besser, obwohl ich jetzt nicht an die Milchersatzprodukte gewöhnt bin. Und meistens ist das ja so, dass wenn man das eine Weile trinkt, dass einem dann die Milch nicht mehr schmeckt, aber das hat mir direkt besser geschmeckt. Keine Ahnung. Bla, bla. Und auch bei Aldi hatten sie irgendwie im Angebot hier so eine Sammelmappen in DIN A3. Habe ich einfach mal ein paar mitgenommen, weil die Kinder basteln ja auch immer ganz viel und wenn das immer so irgendwo rumfliegt, dann geht das ja meistens kaputt oder wird angeschmutzt oder so. Und ja, kann man immer gebrauchen. Und für 1,99 € ist wirklich super günstig, ne? Ja, und hier einfach ein Ordner in Türkis. Gab es auch bei Aldi. Eine Packung Weizenbrötchen fürs Frühstück. Ja, und wer mein Chips-Test-Video aus dem Dezember gesehen hat, der weiß, dass das unsere Sieger waren. Hier die Lay's Paprika. Und davon haben wir 4 Packungen mitgenommen, weil, ja, die sind bei uns ganz oft überall ausverkauft. Ganz sicher aufgrund meines Videos. Bestimmt. Haben auch gar nicht so viele Leute gesehen. Egal, auf jeden Fall. Das sind einfach unsere Lieblingschips und davon, ja, haben wir, wie gesagt, 4 Stück mitgenommen fürs Wochenende. Es ist ja jetzt einfach Ferienzeit, da muss sowas da sein, ne? Und außerdem, dann habe ich überhaupt, doch. Und ich stehe im Moment total auf diese Sorte hier. Das ist von Crunch Chips Western Style. Gibt es schon total lange, also bestimmt schon 10 Jahre oder so. War auch damals schon meine Lieblingssorte. Irgendwann zwischendurch haben sie mir irgendwie überhaupt nicht geschmeckt. Da waren sie mir zu lasch. Aber jetzt gerade schmecken sie mir leider wieder sehr gut. Und ich habe nur eine Packung mitgenommen, weil wenn die da sind, dann esse ich sie auch. Aber manchmal möchte man sich ja so Samstagabend, ne? Da kann das mal sein. Und weil Edeka kein Lüneburger mehr hatte, musste ich das beim Rewe kaufen. Ja, aber das ist auch ein bisschen günstiger. 20 Cent.
So, und dann habe ich hier auch noch mal ein bisschen was von Rossmann. Jetzt nicht so die Masse. Ein bisschen was hatte ich halt vergessen und ein bisschen was ist uns eingefallen, was wir eben noch brauchen. Ist aber wirklich nicht viel, also lohnt sich eigentlich fast gar nicht. Da habe ich hier einmal so zwei farbige, also die sind zum Beispiel auf der einen Seite gelb und auf der anderen Seite grün. Und ich dachte, das findet mein Kleiner bestimmt richtig lustig. Deswegen habe ich die einmal mitgenommen. Und im Angebot waren außerdem hier diese Buntstifte von Staedtler. Ihr müsst da sowieso mal hingucken. Ich glaube, bis Mitte Juli ist da ganz viel von diesen Schulsachen im Angebot. Also geht da unbedingt mal gucken, wenn ihr schon wisst, was ihr für die nächste Klasse, fürs nächste Schuljahr kaufen müsst. Ja, und da habe ich jetzt einmal 24 Farben mitgenommen, weil wir wissen, dass die gut sind und sind halt Buntstifte, ne? Und dann kam noch ein ganz normaler Anspitzer mit aus der Ideenwelt, nee, Schreibwelt heißt es. Das hatte ich mir jetzt nochmal geholt, weil mein Deo jetzt doch relativ zügig leer gegangen ist und das andere hilft leider nicht so gut, was ich noch habe. Das ist von Hydrofugal, starker Schutz, ist eine relativ kleine Zerstäuberflasche, aber finde ich gut, weil die ist nicht aus Glas. Mir fällt ja immer alles runter, was aus Glas ist. Genau, deswegen hatte ich mir das nochmal nachgeholt, weil es auch gerade noch im Angebot ist. So, das war's. Was war das? Ja, ihr Lieben, also das war's. Endlich mal wieder ein Food Haul. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und ich bitte euch nochmal ganz kurz in die Kommentare zu schreiben, ob ihr weiterhin Food Diaries von mir sehen wollt oder ob ihr das nicht so interessant findet. Ich kann das nicht so ganz abschätzen, ob das euch zu durcheinander ist oder nicht. Aber eigentlich mache ich einfach das, worauf ich Lust habe, würde ich sagen. Und entweder ihr guckt es euch an oder eben nicht. Ja, diese ganze Rede hätten wir uns irgendwie schenken können, ne? Egal. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Oh, ja. Tschüss. Ja. Bruh. Nein. Das finde ich auf jeden Fall. Jetzt ist hier gerade einer lang gefahren. Da will ich gar nicht so viel erzählen. Oh nein, da will ich gar nicht erzählen. Oh man, oh man, oh man. Bla. So, ich starte mit einer Wassermelone. Die ja, haben meine Männer ausgesucht. Wir haben uns so ein bisschen geteilt, falls ihr das noch nicht, ja, nee, konntet ihr noch nicht sehen, aber ja. Ach Gott. Weil wir ja Urlaub beziehungsweise... Und es ist jetzt natürlich auch recht viel Fett drin, aber ist das überhaupt so viel? Ist gar nicht so viel. 2,5 Gramm. 1 Gramm Fett auf 100 Milliliter. Ja, bla. Ihr müsst hier schon was mit mir aushalten.